kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Herzlich willkommen bei Allgäu TV, liebe Zuschauer. Es ist Mittwoch, der 30. September 2015, Weltschulmilchtag. Der Tag, an dem der Landesverband der Bayerischen Milchwirtschaft für ein gesundes Frühstück und Schulmilch aufruft. Denn Milch sorge für ausreichend Kraft und Konzentration und beuge einem Durchhänger im Laufe des Vormittags vor. Gilt übrigens auch für den Nachmittag und den Abend. Wie sagte schon ein Werbespot in den 80er Jahren, Milch macht müde Männer munter. In diesem Sinne, lehnen Sie sich zurück, trinken Sie ein Gläschen Milch und schauen Sie unsere Sendung heute mit diesen Themen. Ausblick in Gefahr, Streit um Bebauung am Füssener Franziskanerkloster, fleischlos auf dem Berg, erste vegetarische Hütte der Alpen in Fronten und Band Olympiade. Lose Molljungs treten bei Lurgemoll gegeneinander an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich liebe es, von oben irgendwo runter zu gucken. Es gibt für mich kaum was Schöneres, als von einem der Allgäuer Gipfel ins Tal zu schauen. Die Landschaft unten ist dann ganz klein und die Sorgen ganz weit weg. Es gibt viele tolle Ausblicke im Allgäu. Auch Türme gibt es einige oder Baumwipfelpfade. Alles schön runterzuschauen. In Füssen sorgt ein Ausblick in der Altstadt derzeit für Aufregung. Das ist der Blick, um den es geht. Den Blick, den rund 2000 Füssener versuchen zu retten. Denn in der Flossergasse unterhalb des Franziskanerklosters sollen 4 Neubauten entstehen. Diese würden die freie Sicht auf das Hohe Schloss und die Stadtpfarrkirche beeinflussen. Deswegen wurde vor knapp 2 Wochen ein Bürgerbegehren ins Leben gerufen. Das Bürgerbegehren sagt an diesem wunderbaren, sensiblen Platz, der also beliebt ist bei Führungen, Touristen, Zeichnern, Malern seit Jahrhunderten, darf maximal gebaut werden mit einer Firsthöhe, die so hoch ist wie hier, wo ich stehe. Also Firsthöhe, maximal Platzhöhe. Das ist unser Bürgerbegehren und unser Wunsch, dass der Bebauungsplan entsprechend gefasst wird. Laut Baugenehmigung der Stadt darf der Neubau eine Höhe von 1,88 Meter über dem Franziskanerplatz erreichen. Andere Pläne sprechen von 1,48 Meter. Aber welche Pläne jetzt auch gelten, für Jürgen Brecht sind beide Firsthöhen indiskutabel. Für ihn sollte die Dachoberkante nicht höher als der Vorplatz des Franziskanerklosters sein. So könnte man weitere Überraschungen beim Bau verhindern. Mir ging es natürlich hauptsächlich darum, dass eben der wunderschöne Blick zum Schloss und zur Stadtpfarrkirche bleibt. Und zwar liegt mir dermaßen am Herzen, als Altbürger von Füssen, dass nicht nur die 40 Zentimeter entscheidend sind, sondern dass ganz und gar der Blick bleibt ohne diesen Dächern. Ein zweites Anliegen für Wismar wäre der vermehrte Verkehr, der durch die Neubauten und deren Parkplätze entstehen würde. Er würde die Ruhe bei Führungen und Spaziergängen stören. Und auch der historische Verein Altfüssen steht voll und ganz hinter dem Bürgerbegehren. Denn die neuen Gebäude würden nicht ins Bild der historischen Dachlandschaft passen. An ihr kann man die frühere Struktur der Bevölkerung ablesen. Man sieht oben das Schloss, das war die Sommerresidenz des Landesherrn, des Bischofs von Augsburg. Dann sieht man die großen Dächer des Benediktinerklosters, das war das geistige und kulturelle Zentrum unserer Stadt. Und dann sieht man an der Dachform, einfach was die Leute gemacht haben. Die steilen Dächer waren bewohnt von Händlern, von Kaufleuten und die flachen Dächer da unten, das waren die Handwerker, die Flößer, die Bauern, die Leute, die im Steinbruch waren oder die Kalk gebrannt haben. Und das kann man ablesen und sowas darf man nicht zerstören. Ein Minimum von 1.080 Unterschriften wurde benötigt und rund 2.000 wurden heute an Bürgermeister Jakob übergeben. Sollte das Bürgerbegehren alle formalen Kriterien erfüllen, kommt es zu einem Bürgerentscheid. Dann sind 2.400 Stimmen für den freien Blick erforderlich. Eine Zahl, die laut Brecht zu erreichen ist. Sie haben ein Auto gewonnen. Diesen Satz hörte eine Frau aus Dietmannsried am Montagvormittag, und zwar von einem unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter der Kemptner Kripo ausgab. Warum der Mann am Telefon war? Sie müsse für das Fahrzeug im Wert von rund 50.000 Euro Überführungskosten zahlen. Sollte sie das nicht tun, drohe ihr ein Gerichtsverfahren.
Der Mann setzte die 74-jährige Frau so stark unter Druck, dass sie tatsächlich zu ihrer Bank ging und die Überweisung einer vierstelligen Summe tätigte. Erst danach dämmerte ihr, dass sie möglicherweise einem Betrüger aufgesessen war. Sie ging zur Polizei und die richtigen Beamten stoppten daraufhin den Zahlungsvorgang. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang davor, auf Gewinnversprechen einzugehen, insbesondere wenn die mit Zahlungen verbunden sind. Im Zweifelsfall setzen sie sich einfach mit der Polizei in Verbindung, so wie es die Frau aus Dietmannsried gemacht hat. Was es sonst noch aus der Region zu berichten gibt, das erfahren Sie gleich in Allgäu TV Kompakt. Lebenswert und lebenswert. Wie unser Oberallgäu. So bauen wir Zukunft Wohnen in Sonthofen. Arzt, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten sind um die Ecke. Bauausführung und Ausstattung mit einem Blockheizkraftwerk. Erwerben Sie sicheres, wertbeständiges Wohneigentum in Sonthofen. Alle Infos unter haus-heim.de. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir bauen auf Holz, mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Erleben Sie Kempten wie vor 2000 Jahren. Folgen Sie den Spuren der Römer. Archäologischer Park Campodunum. Geschichte zum Anfassen. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Eishockey-Fans, aufgepasst. Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 2. Oktober trifft der ESVK auf die Eispiraten Krimitschau. Bulli ist um 19.30 Uhr in der Sparkassenarena in Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Meldungen vom 30. September. Die vermisste 24-Jährige aus Balderschwang ist wieder aufgetaucht. Die junge Frau kam gestern spätabends selbstständig wieder nach Hause. Die Polizei hatte die Frau den ganzen Tag lang mit großem Aufwand gesucht. Die Beamten bedanken sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung. Die Agentur für Arbeit hat die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für September veröffentlicht. Demnach sind knapp 10.700 Menschen im Allgäu arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 3%. Gerade in der Gruppe der Arbeitslosen unter 25 Jahren sei der Rückgang markant. Über 150 junge Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, so die Agentur. Grund hierfür sei, dass viele Menschen dieser Altersgruppe nach der Ausbildung in den Beruf gewechselt, andere eine Berufsausbildung begonnen hätten. Die niedrigste Arbeitslosenquote weist mit 2% der Landkreis Unterallgäu auf. Die meisten Erwerbslosen gibt es in Kaufbeuren, dort liegt die Quote bei 5,5%. Aber auch hier sind im Vergleich zum Vormonat weniger Arbeitslose zu verzeichnen. Nur in Memmingen ist die Quote leicht auf 4% gestiegen. Regelrecht ausgeplündert hat ein 53-jähriger Mann seinen Arbeitgeber. Der Mitarbeiter eines Großmarktes in Bleichach hatte über 600 teils hochpreisige Artikel aus dem Sortiment des Marktes mitgehen lassen. Das Diebesgut hat die Polizei jetzt in der Wohnung des Mannes sichergestellt. Für den Abtransport musste die Polizei gleich zwei Kleinbusse einsetzen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 12.800 Euro. Dem Täter droht jetzt neben dem Verlust des Arbeitsplatzes eine empfindliche Strafe wegen Diebstahls. Der mögliche Investor für den Neubau des Kaufbeurer Eisstadions hat gestern die Einladung zur Sitzung des Stadtrates nicht wahrgenommen.
Der Schweizer war sehr kurzfristig von Oberbürgermeister Stefan Bosse eingeladen worden. Stattdessen solle es nächste Woche ein Treffen zwischen dem Investor und Oberbürgermeister Bosse geben. Bosse sagte in der Ratssitzung, er wolle offen in das Gespräch gehen. Er äußerte aber auch Zweifel, ob eine Finanzierung des Stadionneubaus allein aus Mitteln des Investors möglich sei. Das sei nur realistisch, wenn der Geldgeber nicht auf städtischem Grund und ohne Mietgarantie der Stadt baue. Der Verein ließ bereits verlauten, er könne keine hohe Miete für das Stadion zahlen. Zu je 6 Monaten Haft ohne Bewährung hat das Amtsgericht Kaufbeuren 2 Schleuser verurteilt. Die arabischstämmigen Männer aus Nordrhein-Westfalen hatten im Mai 2014 mit Mietwagen insgesamt 10 syrische Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. Der Transport aus Mailand wurde am Füssener Grenztunnel von der Polizei gestoppt. Für den Transport hatten die Schleuser den Flüchtlingen pro Person zwischen 500 und 700 Euro abgenommen. Die Tiefgarage im vormaligen Großen Loch in Kempten droht instabil zu werden, wenn kein großes Gebäude darauf gebaut wird. Nach Angaben eines Insiders würde der Druck des Grundwassers den Rohbau der Tiefgarage destabilisieren. Der Rohbau sei ein luftgefüllter Hohlkörper, der vom Grundwasser aufgetrieben würde. Damit wäre die Idee eines sozialen Orts mit einem Kunstwerk auf der Rohgarage nicht realisierbar. Nach Angaben der Stadt laufen seit Wochen Gespräche über die Zukunft des Skandalgrundstückes. Derzeit lässt die Stadt prüfen, ob den Eigentümern das Grundstück per Zwangsversteigerung weggenommen werden kann. Eine erste Einschätzung dazu wird heute nicht öffentlich im Stadtrat diskutiert. Die Fraktionen des Lindauer Kreistages fordern Begleiter in den Schulbussen zur St. Martin-Schule in Lindenberg. Grund sind sexuelle Übergriffe durch einen Busfahrer, die in der Vergangenheit bekannt wurden. Bisher fährt nur in etwa jedem zweiten Schulbus eine Begleitperson mit. 4-mal täglich werden die 85 Schüler mit 29 Bustouren aus dem ganzen Landkreis zur Schule gebracht. Der Schulleiter sieht allerdings keinen Bedarf für die zusätzlichen Begleitpersonen. Er sieht dadurch die Busfahrer unter Generalverdacht gestellt. Die Ursache für die Geruchsbelästigung in Erkheim, die von der Firma Bioenergie Schwaben ausgeht, ist noch nicht gefunden. Wie berichtet, leiden die Erkheimer Bürger seit 15 Jahren unter zum Teil extremer Geruchsbelästigung. Die Firma Bioenergie Schwaben betreibt eine Vergärungsanlage, in der Lebensmittelabfälle für die Stromerzeugung genutzt werden. Der Gestank der dabei entstehenden Abluft lag deutlich über den zulässigen Grenzwerten. Das Unternehmen hatte zur Fehlersuche Gutachter beauftragt. So wurden Filter und Absaugung in der Vergärungshalle überprüft und sollen jetzt optimiert werden. Der Fehlerquelle an sich seien die Gutachter allerdings noch nicht näher gekommen, so die Bioenergie Schwaben gegenüber Allgäu TV. Bis April nächsten Jahres hat das Unternehmen noch Zeit, die Fehlerquelle zu finden. Sollten die Grenzwerte dann nicht eingehalten werden, droht ein Zwangsgeld in Höhe von 15.000 Euro. Bis zu 19 neue Mitarbeiter muss das Landratsamt Lindau einstellen, wenn es nächstes Jahr wie angekündigt 1.000 Flüchtlinge betreuen muss. Laut aktuellen Zahlen muss der Landkreis damit rechnen, bis Jahresende 1.100 Flüchtlinge zu beherbergen. Die Mitarbeiter des Amtes sind demnach an der Belastungsgrenze angekommen. Schon jetzt bleibe viel der regulären Arbeit in der Behörde liegen, sagt Landrat Stegmann im Kreisausschuss. Nur für die Hälfte der erforderlichen Stellen solle es einen Kostenersatz geben. Stegmann kritisierte die Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern scharf. Es sei ein Skandal, dass die Asylverfahren sich nicht nur über Monate, sondern über Jahre hinzögen. Senioren als Hollywood-Stars sind das Motiv eines ungewöhnlichen Kalenders, der jetzt von der gemeinnützigen Organisation Allgäu Pflege vorgestellt worden ist. Der Titel des großformatigen Kalenders für das Jahr 2016 lautet »In bester Gesellschaft«. Wie berichtet, hatten sich 16 Senioren für das Projekt zu Hollywood-Stars umstylen und fotografieren lassen. Alle Beteiligten sind hochbetagte Bewohner von Einrichtungen der Allgäu-Pflege. Die Arbeiten zur Kemptener Nordspange sind im Zeit- und Kostenplan. Das teilt heute die Stadt Kempten auf Nachfrage von Allgäu TV mit. Derzeit werden an der neuen Umfahrung die letzten Restarbeiten durchgeführt. Die neue Straße bekommt Lampen und Schutzplanken. Außerdem werden Bäume gesetzt. Zum Schluss kommt dann die letzte Asphaltschicht. Die Kosten von 13,1 Millionen Euro kann die Stadt eigenen Angaben zufolge halten. Offizielle Eröffnung soll am 6. November sein. Und das war Allgäu TV Kompakt am 30. September 2015. Wie das Wetter im Oktober wird, das erfahren wir jetzt.
Der heutige Tag verabschiedet sich ohne Wetteränderung. Der Himmel bleibt klar. Dabei sinken die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad. Der Donnerstag beginnt mit Sonne pur im ganzen Allgäu. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Auch im Tagesverlauf bleibt es beim makellos blauen Himmel mit strahlendem Sonnenschein. Das Quecksilber klettert deutlich auf 13 bis 17 Grad. Auch die Berge der Region erleben einen sonnigen Donnerstag. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen minus 3 Grad auf dem Nebelhorn und plus 1 Grad auf dem Gründen. Auch am Freitag bleibt uns das schöne Wetter erhalten, bevor es am Wochenende wieder schlechter wird. Bei sonnigem Wetter am Freitag erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 15 Grad. Am Samstag klettert das Quecksilber sogar bis auf 19 Grad. Dabei zeigen sich aber auch Wolken am Himmel. Sonntag wird es dann bewölkt und gebietsweise sind Regenschauer zu erwarten. Die Temperaturen bleiben aber mit 18 Grad recht angenehm. Nach einer langen, anstrengenden Wanderung in eine Hütte einkehren. Darauf freuen sich wohl die meisten. In der Regel kommt dann etwas Deftiges auf den Tisch. Brotzeitbrettel, Schmalzbrot oder vielleicht sogar ein Schweinsbraten. Alles nicht wirklich vegetarisch und so bleibt denen, die kein Fleisch essen, oft nur die Auswahl zwischen Kässpatzen oder Salat. Doch das muss nicht sein, hat sich jetzt eine Ostallgäuerin gedacht und die wohl erste rein vegetarische Berghütte der Alpen eröffnet. Fahne hissen, dass man aufhand. Ja. Ein neuer Arbeitstag für Silvia Bayer beginnt. Sie ist die Wirtin der Hündeleskopfhütte und langjährige Vegetarierin. Kein Wunder also, dass die 49-Jährige hier die erste vegetarische Hütte der Alpen betreibt. Bei mir war es halt so, den Traum habe ich schon lange und die Idee. Und dadurch, dass ich selber schon viele Jahre Vegetarier bin und auf Hütten gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann auch angefangen, mal Strichlisten zu machen, wie viel Nachfrage ist nach vegetarischem Essen. Ich habe jeden Tag was auf meiner Liste gehabt. Die Leute sind da, die das schätzen, die vegetarisch leben, auch immer mehr Veganer. Und die einfach auch schätzen, wenn man frisch kocht und wenn sie wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Die gibt's einfach und die freuen sich jetzt. Und für die muss jetzt das Essen vorbereitet werden. Auf der Tageskarte wechselt Silvia Bayer täglich die Gerichte. Heute gibt es Zucchini-Lasagne. Dabei ersetzen die Zucchini-Streifen die Nudelplatten. Die Füllung besteht aus ein wenig Tofu, viel gelben Rüben, Zwiebeln und Oregano. Auch sonst hat die Hauswirtschaftsmeisterin einige vegetarische und vegane Gerichte in petto. Ja, bei uns gibt es natürlich die Klassiker der Allgäuer Küche, das sind Kässpatzen und auch Krautkrapfen, die zum Beispiel sowieso auch vegan sind, wenn man den Nudelteig selber macht, ohne Ei sowieso und das Kraut schön würzt. Auf die Lasagne kommt jetzt noch das Mandelmus. Dann ab in den Ofen damit, denn draußen sitzen bereits die ersten hungrigen Gäste. Seit Anfang Juni empfängt Silvia Bayer hier oben Wanderer und Radfahrer. Und das Konzept der vegetarischen Hütte hat sich langsam herumgesprochen. Es passt ganz gut. Also es war irgendwie wohl die Zeit reif dafür. Das bestätigen mir viele Gäste immer wieder, die sagen, Mensch, endlich gibt es sowas am Berg und es ist toll und nicht immer das Gleiche, was man so kennt. Und es ist schön, dass wir jetzt oben auch mal so essen können, wie wir es eigentlich auch daheim haben. Und das ist wunderbar. Und es gibt ja alles andere auch. Es ist ja einfach eine wunderbare Ergänzung. Kässpatzen bei dir? Ja.
und guten Appetit. Danke schön. Mal klar, ich bin auch kein Vegetarier, aber mich stört das überhaupt nicht. Und Käsespätzle sind hervorragend. Also, wenn es was Gutes gibt, dann ist es auch vegetarisch gut. Super Idee. Gut. Ich bin super nämlich Idee. Vegetarier und von daher finde ich es echt eine super Idee. Es ist einfach mal was anderes. Und es ist einfach oft so, dass es halt wenig Auswahl gibt auf den Hütten und meistens ist ja Wurst dabei oder Speck oder gehört ja auch dazu, eh klar, soll ja auch jeder haben. Aber insofern finde ich das vegetarische und teilweise auch vegane Rezept einfach mal eine interessante Abwechslung, weil man auch eine Auswahl hat. Ne? Das finde ich schon gut. Da findet jeder was, ob es der saure Käse ist oder gerade ja, ein Käsebrot oder die probieren einfach auch was und sagen, ja, schmeckt wirklich auch super, ist was anderes, man wird satt und ja, ist wunderbar. Und dass es schmeckt, ist schließlich das Wichtigste, egal ob Vegetarier oder nicht. Immenstadts Bürgermeister Armin Schaub hat gewettet, und zwar mit dem Leiter einer in der Stadt ansässigen Drogeriemarktkette. Wetten, dass es der Bürgermeister nicht schaffe, mehr als 100 Menschen zum Blutspenden zu bewegen, und zwar bei einer Blutspendeaktion am 13. Oktober auf dem Immenstädter Marienplatz. Kommen mehr Leute, bekommt die Stadt eine Spende von 2.000 Euro für soziale Zwecke. Kommen weniger als die 100 Menschen, muss Schaub für eine Stunde im Drogeriemarkt kassieren. Stundenlohn ebenfalls 2.000 Euro. Eine Win-Win-Situation also, auch für die Blutspender übrigens. Die bekommen nämlich einen Verzehrgutschein in Höhe von 5 Euro für einen der in der Nachbarschaft ansässigen Gastronomiebetriebe. Nette Aktion, finde ich. Hier geht's gleich halsbrecherisch weiter. Jahre Tomi Mode und Sport in Oberstaufen. Unschlagbare Angebote. Top-Marken zu Hammerpreisen. Bis zu 80% Rabatt. Jetzt Jubiläumsangebote sichern vom 25.09. bis 2.10. Tomi, Mode und Sport in Oberstaufen. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Händler in der Region die Menschen aufgefordert, den Klick in ihre Stadt zu lassen. Damit sollte unter anderem die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Vom 1. Oktober an gibt es den Nachfolger dieser Aktion, die MyClickCard. Die Karte funktioniert ganz einfach, und zwar nehme ich die Karte mit zum Einkaufen, zeige sie vor beim Einkaufen, kriege dann sofort den Benefit, den der jeweilige Partner auslobt. Das heißt, keine Registrierung, keine Punkte sammeln, sondern wirklich Karte einsetzen, einkaufen und sofort einen Nutzen mitbekommen. Das heißt konkret, je nach Partner bekommt man so Rabatte auf den Preis, Gratisgetränke, freien Eintritt oder Vorzugskonditionen bei Freizeiteinrichtungen. Die Aktion konzentriert sich auf die Allgäu- und Bodensee-Region. Ob der jeweilige Händler, Gastgeber oder Dienstleister MyClickCard-Partner ist, sieht man beispielsweise an solchen Zeichen im Laden. Die Karte selbst ist kostenlos und einfach zu bekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe auf die Internetseite www.myclickcard.de, registriere mich dort, dann wird einem die Karte zugeschickt. Oder aber der zweite Weg ist, ich gehe auf die Seite, gucke mir, wo der nächste Partner ist, gehe dort vor Ort hin, fülle einen Registrierflyer aus und bekomme dann die Karte direkt kostenlos mit. Die MyClickCard ist eine Aktion zur Förderung des Einzelhandels im Allgäu und der Bodenseeregion von das neue RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Halsbrecherische Wakeboard-Stunts und todesmutige Fahrten mit einem 1000 PS-Auto. Unsere Lurgemoll-Moderatoren Marte und Thompson haben schon einiges mitgemacht. Doch wer von den beiden ist mutiger, stärker oder cleverer?
Das wollten die Losemor-Jungs bei einem kleinen Wettkampf herausfinden. Blöd nur, dass Mate wegen einer Verletzung am Fuß nicht daran teilnehmen konnte. Deshalb aufgeben, das ist für ihn keine Option. Ein Vertreter musste her und der ist DJ Edward 21, ebenfalls Mitglied der Band. Gewinner mal Runde 1. Thompson und Edu müssen sich dafür in sogenannte Sorbälle quetschen. Die brauchen die Jungs fürs Bubble Football. Sind die Kriegbuben? Round 1, fight! Es war natürlich cool, als ich der Vater mit 1,89 Meter und so um die 100 Kilo mal schnell auf den Arm gespielt vor. Edu geschmissen hat, leck mir am Arsch, hat's den dort gegen gespickt. Der fällt die ganze Zeit hier. Also das ist ja! Ja! Round 2, fight! Weil ich mit meinen 444 Kilo, weil jeder toppt ja noch ein bisschen. Und der Edu mit seinen 2,5 Kilo, quasi der Lauch in der Gummibolle. Ja, den hat man halt mal ein paar Mal auf Zeit gestemmt, dass alles spät war. Und jetzt? Ja. Oh yeah! Genau! Der Tom Seyer! Gute! Oh, du Scheiße! Edu! Ja. Schau, wie er aufstehen will! Er hat's mit seinem Gewicht gemacht, ich mit meiner Flinkheit. Und da hat's ungefähr 60 Grad, gefühlt 80. Und in Wirklichkeit waren es 100, denke ich. Ja, ja, brutale Hit. Jetzt heute war es ja auch wieder gefühlt 35 Grad und in dem Ding drin, da stehe ich halt wie in einem Zelt. Weißt du, wenn es so 30, 35 Grad hat, weißt du ja, wie es ist. Ich glaube, ja, Spaß dir. Ja, fast platt gemacht. Ich würde sagen, einigen wir uns auf Unentschieden, oder? Ja, war. Okay. Hast gut gemacht. Wo ist dein Patschehändchen? Na, hier, was? Ja, haben wir halt auch Unentschieden. Ist halt so. Nächstes Spiel. Doch zur zweiten Runde kommt es erstmal nicht. Thompson hat sich verletzt. Krankenwagen und Notarzt müssen anrücken. Was passiert ist, das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Lurgemol. Lurgemol sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und um 22.30 Uhr. Die Sendung wird dann eine Woche lang regelmäßig bei uns im Programm wiederholt. Das Sendeschema gibt es wie gewohnt auf www.allgäu-tv.de. Das war's für heute mit unserem Magazin. Morgen geben wir Ihnen hier Einblicke in die neue Notfallklinik am Memminger Krankenhaus. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten würden. Bis dahin, auf Wiedersehen.